Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS19 hier aus Diegem Studio. Mein Name ist Master Schröder und bei uns ist das Chaos. Hallo. Hallöchen. So, und wie ihr seht, es sieht hier alles ein bisschen verändert aus im Vergleich zum anderen Spielstand. Bist du schon unterwegs mit deinem Trecker? Ja, ich bin schon unterwegs. Ach, du bist unterwegs. Ich stehe ja nämlich auf einem Dach und dieses Dach gehört zu einem Schafstall. Wie ihr seht, der Kontostand ist auch ein bisschen geringer, es ist nur noch 2600 Dollar. Das hat folgende Gründe. Wenn ich das jetzt noch wieder schnell sehen könnte. Also wir hatten Ende der letzten Folge 78.000 Dollar. Dann haben wir ungefähr 300 Dollar für das Terraforming rund um die Feldecke, wo unser Mähdrescher hier steht. Der steht da nämlich, weil wir getestet haben, ob sich das jetzt besser fährt. Wir hatten hier ja so eine hässliche Kante im Feld. Und die haben wir quasi rausgeterraformt, dass das hier so ein bisschen alles angeglichen ist, alles ein bisschen runder wirkt. Und ja, das hat ungefähr 300 Dollar gekostet. Und dann haben wir uns dazu entschieden, auch noch hier um den Hühnerstall herum so ein bisschen Terraforming zu machen, damit er hier die Schräge etwas weicher ist. Ist uns auch ganz gut gelungen. Und dann haben wir uns gesagt, wir bauen einen Schafstall. Und der hatte dann hier wieder ein bisschen hässliche Kanten. Hier sieht man noch so eine hässliche Kante, die da entstanden ist. Aber hier können wir nicht terraformen, weil uns hier das Terraforming-Tool sagt, das Land gehört uns nicht. Na gut. Das ist dann wohl so. Und hier haben wir jetzt unseren Schafstall. Der hat ganze 75.000 Dollar mit Bau gekostet. Also 10.000 haben wir fürs Terraforming ungefähr ausgegeben. Weil 65.000 kostet der, sagen wir mal, netto. Wenn man nur einen Schafstall und eine gerade Fläche hätte. Die man ja hier in dieser Welt irgendwie nicht kriegt. So. Und dann waren wir noch fleißig und haben noch ein wenig geterraformt, weil uns die Einfahrt an unser Silo natürlich nicht so gefallen hat. Ich renne da jetzt mal rüber. Dauert ein bisschen, tut mir leid. Ich hätte auch einen Trecker nehmen können. Oder den Mähdrescher. aber gut, nun laufen wir dorthin. Da haben wir nämlich auch ein bisschen Terra geformt und haben es dann geschafft, dass hier unsere Einfahrt auch nicht mehr hier im 90-Grad-Winkel geht, sondern dass das ein bisschen weicher ist. Also nicht mehr so steil der Winkel wie hier, sondern dass man hier den einfach mal gepflegt reinfahren kann. So, dann können wir mal gucken, wie weit ist das überhaupt? Achso, jetzt bin ich wieder... Mal gucken. Falls sich wer wundert, warum ich mit der Spritze vorne fahre, ich hole jetzt den Pflug ab und lasse die Spritze vorher noch reparieren und fülle die auch gleich auf. Welchen Pflug hast du denn jetzt eigentlich denn jetzt vor? Ich habe noch gar keinen also ausgewählt. Also welchen willst du denn? Achso, du hast noch keinen ausgewählt. Also so gar keine Idee, welchen du nimmst. Nein. Okay. Darfst du entscheiden, da kennst du dich besser aus. Du musst damit flügen, wenn du jetzt einen nimmst, der 3 Meter breit ist, bist du schneller fertig, ne? So einfach ist die Sache. Nur das, wo geflügt ist, das müsste dann quasi gekalkt werden, aber das, die kurze Stelle da, das, sagen wir mal, ist uns dann auch egal. Ich weiß immer nicht, wie rum dieser Schneidwerkswagen richtig genutzt ist, ne? Okay. Und ich glaube so rum, wie ich das immer mache hier, dass ich das von der Seite drauf lege. So, der dann werden wir wieder Schneidwerk repariert. Oh, ist auch schön, ja. Kannst auch gleich noch Sprit in den Tank hauen, wenn du willst. Ja. Yeah. Mache ich dann, wenn ich den Flug hab. Das sieht doch schon mal ganz gut wir aus. Wir haben hier auch schon noch Flüssigdüngen drin. Ja, ist ein bisschen zu weit da. So sieht's besser aus. Nicht schön, aber selten. Ich glaube, es ist auch falsch rum, liegt auch falsch rum drauf, aber gut. So, ich habe jetzt 773 Flüssigdüngen. Soll ich noch einen kaufen? Ja, klar. Brauchen wir eh alle Lese lang das Ding. Düngertank. Kaufen. So, dann stellen wir den erstmal hier hinten hin. Hat auch irgendwann eine Ecke reingebaut, die da nicht hingehört, aber na egal. So. Sieht nicht so aus. Ah, wir haben zu wenig Geld, der kostet ja 3 Dollar. ja, dann nimm noch einen Kredit auf. So. Das war meine Trinkflasche hier im Hintergrund, die gerade einen Druckausgleich hingelegt hat. Gerade explodiert. Ja.
So, ich wollte jetzt nochmal schnell gucken, wie das schon aussieht mit unserem Silo, aber ich denke, das dürfte nicht weit weg sein von den 88%. Es hat eine knappe Stunde jetzt gedauert, ne, unser ganzes Gehampel, ne? Insgesamt haben wir da ganz schön viel Zeit verbraucht, aber die... Kann man zwei da stehen. Ich hab zuerst I gedrückt, dann eher. Naja. Ja, egal. Er wird ja nicht schlecht. Nee, das stimmt. Dann nehmen wir einen. Nehmen wir einfach den kleinsten. Wirklich? Ja, der größer ist, der hat halt 0,5 Meter mehr. Meter so. Welchen nimmst du sonst immer? Ich weiß nicht, welchen ich mal ausgeliehen hatte, aber ich glaube, ich hatte den... Kerneren oder? Ich weiß nicht, welchen ich davon hatte. PS hatten... Aber ich glaube, ich habe den für 110 PS genommen, den Agro. Also für 14.000. Ja, was kostet denn der eine Ausleihe? Gucken wir mal. Konfigurieren. Der kostet in der Leihe 714 und der andere kostet in der Leihe 663. Da kannst du sie für 714 ausleihen. Okay. Da hast du die 50 cm mehr, die 100 Euro da. Keine Ahnung. Kostet auch. Oder kostet. Ach ja, hier vorne haben wir auch die Terraform, wie man sieht. So, da Miete. Muss ich mal dazu sagen. Da Miete. Vielleicht ist ja, das hört sich schon Software hier. Das kann sein, ja. So, gib mir mal die Kiste. Oder ihr braucht dann weniger Leistung, weil der Widerstand. Das würde ja denn dastehen. Schaut sehr lustig aus, wie ich damit fahre. Wann hier die Spritze hinten der Flug? Hauptsache du kommst an. So, dann werden wir jetzt mal. Ja, die Eier wegbringen. Das mache ich noch vorher und dann. Wo geht denn jetzt das Geld hin? Fangst du gerade? Ja. Achso. Wunder mich gerade. So, Ich habe gerade ein bisschen Bier bestellt. Bier bestellt, ja, ist auch gut. Wo kann man denn Eier gerade gewinnen bringen können? Zum Hafenspeicher. Nee, hier Ranch. 1900 für Eier. Dann fahren wir noch mit zu Ranch. Spinnen doch. Die spinnen doch, die Römer. Jetzt war die Pharma gesagt, aber. Weil Römer haben, glaube ich, nicht auf einer Ranch gewohnt. Nicht? Weiß man nicht. Warum sollen die nicht auf einer Ranch gewohnt haben? Die haben im Rom gewohnt. Naja. Also, ich sag mal so: Die Römer, die haben schon ein ordentliches Wanderleben geführt, ne? Also. So ist nicht. Haben sich ein bisschen ausgebreitet, ja. Das auch. So, dann bringen wir mal die paar Eier hier zu Ranch kurz und dann werden wir nämlich einen Kredit aufnehmen für unsere Schafe, ne? Dann werden wir mal gucken, dass wir bis 10.000 vor Maximalkredit, dann werden wir so viele Schafe kaufen, die werden wir an Ort und Stelle kaufen. Ich weiß gar nicht, ob es unterschiedlich farbige Schafe gibt, aber dann haben wir auch die Möglichkeit, Wolle zu verkaufen. Ich muss natürlich Wasser noch hinbringen, das werde ich dann auch noch gleich machen. Ich will ein lilanes Schaf. Ein lilanes? Wieso? Warum nicht? Willst du Schokolade machen? Nein, das ist nur die lila Kuh. Ach so. Und mit dem. Ach so, du willst ein Twitch-Schaf haben. Ah. Oder du ein bist pinkes. Ja eine. Ein Pink? Wofür ist Pink? In Minecraft gibt es ja Schafe verschiedener Farbe. Ja. Und es gibt irgendwie eine 1%ige Chance, dass ein pinkes Schaf spawnt, statt einer anderen Farbe. So irgendwie weiß ist 40%, schwarz ist 30%, braun ist 29% und pink ist 1%. Und ich habe mich urgefreut, wie ich mein erstes pinkes Schaf gefunden habe. Naja. Gut, also
Ich glaube, bei mir hat man jetzt gerade Achselzucken gesehen, aber... Gehört. Das hat man gehört, ja? Nee, also das ist nur etwas, da weiß ich nur, also nee. Wir haben Eierback. Dann Eierback. Eierback haben wir. Ja, was Rührei. Ist das? Achso. Die sind mir gerade alle aus der Schaufel gehopst, die ganzen Kartons. Ich mache das ja wieder auf die einfache Art und Weise. Ich habe mit dem Trecker mit der Schaufel rangefahren, habe die Eier alle in die Schaufel eingeladen und dann fahre ich damit los. Die sind ja ladungssicher, also die sind ja gut geschützt vor dem Transport. Jetzt habe ich den Hühnern extra aufgetragen, weil ich gewusst habe, du fährst damit. Ja. Also der Karton, der muss schon einiges durch. Ich muss schon wieder einsammeln. Wie kann ich denn den jetzt da so noch hinbuxieren, dass der... Naja. Ich muss hier nur noch bis zur Ranch kommen. Das Schlimme sind immer diese Stufen, die sie hier eingebaut haben, weil die einfach keine geraden Straßen bauen können. Oder es ist anscheinend den LS-Leuten nicht möglich, gerade Flächen herzustellen. Selbst in den Straßen bauen sie Stufen rein. Also, ich könnte diesen Map-Designer, der diese Map designt hat, ne, den müsste man aber wirklich mal selber dieses Spiel spielen lassen und mal fragen, was er sich dabei gedacht hat. Ich glaube, er würde selber auf die Idee kommen, alles zu planieren. Spätestens, wenn er eine Stunde auf der Karte irgendwo mal ein Gebäude platzieren wollte. Aber wahrscheinlich war der Map-Designer dran, bevor sie auf die Idee gekommen. Ja. Das wette ich mit dir. Das ist durchaus möglich. So, mal gucken, ob ich für die kaputten Eier auch noch Geld kriege. Wenn ich mehr Fläche pflüge, als wir brauchen. Hä? Wie meinst du das? Ja, es macht nichts, wenn ich quasi über aktuell schon vorhandenes Feld drüber pflüge. Nee, das macht nichts. Naja gut, das waren jetzt fast $1,000, die wir gemacht haben hier durch die Eier. Das ist schon mal gar nicht schlecht. Okay, Feld erstellen muss ich halten. Ja. Dann, wie senke ich den ab? Mit der Taste 5 bei mir. Ich weiß es nicht. Ich wenn du normal Geräte absenkst. Ja. Oh, eigentlich, aber ich kann den nicht absenken. Bin ich kompatibel. Muss ihn noch ausklappen? Ja, der ist gedreht. Achso, der ist nicht mehr ganz gedreht. Hm. Ich kann den Flug zuklappen oder ihn drehen. Dann klappen wir mal zu, vielleicht kannst du dann runter machen. Wäre aber komisch. Wer solche Karten designt, der macht doch sowas. Ich glaube, die Kritik an den Kartendesigner, das ist ein Running Gag mittlerweile. Kann den Flug nicht senken. Bin gleich da. Ah, hab's. War am Traktor geschalten. Da kann ich den Flug nur drehen, aber nicht senken. Ah ja. Werde ich auch nie. Was ist denn nur hier? Hoch mit den Schranken. Wir sind bei meinem Frontlader. Auf zu. Jens Wölke. Dürfte gleich bei dir ankommen, der Zug. Oh.
Hab da leider diese kleine Schräge jetzt nicht drin gesehen und. So, du bist ein kleines bisschen schräg gekommen, ja? Ja. Also, ich wollte das Wasserfass holen. Ich wollte ja Wasser da reinmachen bei den Schafen. Dann wollte ich den Ladewagen holen, das letzte Heu aufsammeln, das Heu schon mal reinschmeißen bei den Schafen. Warum ist der Wasserwagen? Damit es unseren Schafen auch gut geht und sie Wolle machen. Wolle. Wolle Rose kaufen. So. Angehängt. Kopf nach vorn gedreht. Aber hier hinten bei unseren Feldern ist ganz selten mal, dass da. Hast du hier schon mal ein Auto vorbeifahren sehen auf dieser Straße? Nein, da hinten fahren keine Autos. Ach, du hast das mit den Pfaden schon kontrolliert, ja? Es gibt Straßen, wo keine Pfade sind. Ja. Und das hast du schon. Ja. Naja, okay. So, jetzt muss ich mal gucken, ob das hier der Wassertrog ist oder der Fressenstrog. Das scheint der Fressenstrog zu sein, okay. Wir haben hier geplant, so eine Schräge hineinzumachen, damit wir keine Kante mehr im Feld haben. Hä? Okay. Ist auch nicht der Wassertrog? Wassertrog ist auf meiner Seite beim Hühnerstall. Wollte der Wassertrog? Habe ich schon probiert, hat nicht gut funktioniert. Probier ich nochmal. Wollte da das Wasser reinbringen, aber es ginge nicht. Bin ich angezeigt. I für Wasser. Hä? Haben wir einen Trigger kaputt gemacht? Keine freie Kapazität. Ach so, weil noch keine Schafe drin sind. Hm. Alles klar, okay. Was sagst du zu der Schräge da so? Welcher Schräge? Ja, ich analysiere hier die Kante. Analysiere er die Kante. Das sieht gut aus. Da, beim Schafstall bin ich. Ja, ist okay alles. Muss nicht mehr gedüngt werden hier. Warum nicht gedüngt werden? Da haben wir ja eigentlich nee. Schon immer. Muss. Also gekalkt meine ich jetzt. Muss nicht mehr gekalkt werden, das Stück hier. Das sieht doch gut aus mit dem Flug, oder? Wir haben ja noch kein neues. Wenn du Bock hast, kannst du ja unser anderes Feld noch ein bisschen verlängern. Kannst ja vorne so quer 3-4 Bahnen machen oder so. So, ich kaufe jetzt dann erstmal Schafe. Wir haben ja kaum noch Gras am Bock. Das stimmt. Was mit Schafen? Ja, ich muss jetzt erstmal Kredit aufnehmen. Entschuldigung, ja, ich will Kredit aufnehmen. Und dann müssen wir Aufträge machen. Feld 8 ernten, das können wir mit. Können wir nicht mit unserem Mähdrescher machen. Kredit aufnehmen. Oh Gott, wir können bis zu 545.000 in die Miese gehen. Dann machen wir 530.000 Kredit, haben wir 60.000 jetzt. Ich glaube, das sollte reichen für die Schafe, die wir hier einbauen können. So, also wir können 80 Schafe. Ein Schaf kostet 1.500. Ich glaube, 80 Schafe gehen rein, ne, in den Stall. Das reicht unser Geld noch nicht aus. Gut, also dann können wir jetzt für 45.000 würde ich sagen, dann nehmen wir noch einmal Kredit auf den Kopf für 60.000 Schafe. Kaufe ich für 15.000 weiße Schafe, für 15.000 braune, oder? Ich muss vorher nochmal Kredit aufnehmen. Bin ich wieder in den Trecker gesprungen. Aber das ist generell egal, welche Farbe die haben, oder? Ja, das ist nur wichtig für die, wie sie da draußen rumrennen halt ist. Von der farblich was sieht. Aber 60 werden da draußen ja nicht rumlaufen. Nee, das nicht. Aber anteilig ist das dann glaube ich zu sehen, oder das hängt damit ab, wie du es kaufst, da komme ich immer abwechselnd.
Ich muss aber noch einmal Geld aufnehmen. Einmal nochmal leihen, so, damit ich über 60.000 komme. Und dann werden wir das hier. Taste R. Jeder hier fertig ist in seiner Welt, ne? 20 Minuten sind um. Schaffe kommt mal in der nächsten Folge. Das war eine Folge LS19 hier aus Steve im Studio. Mein Name ist Master Schröder. Bei uns ist der das Chaos. Und in der nächsten Folge kaufen wir dieses Schaf. Denn jeder Bauer braucht sein Schaf. Mäh. Tschüss. Tschüss.